Hallo, ich bin Beate und ich begrüße dich ganz herzlich zum Tier Talk Podcast. Liebe verbindet, das ist mein Motto. Und wenn du dich und dein Tier besser verstehen möchtest, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Reise und auf die Zeit mit dir. Hallihallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du traumatisierten Tieren helfen kannst. Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn jedes Tier oder zumindest die allermeisten auf eine gewisse Art und Weise ein Trauma in sich tragen würden. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, ein Trauma zu erfragen oder zu erspüren. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man hier auch wirklich Hilfsmittel kennt, die dir die Möglichkeit geben können, eben auch wirklich herauszufinden, ob dein Tier ein Trauma hat. Nicht immer ist es so, dass du durch die Kommunikation mit deinem Tier selbst erfahren kannst, ob ein Trauma vorliegt. Denn überleg doch mal, wenn ich dich jetzt frage, ob du in deinem Leben ein Trauma erlebt hast, dann kannst du dich vielleicht tatsächlich an ein traumatisches Erlebnis erinnern, wie zum Beispiel einen Unfall, den du hattest, oder du bist vielleicht mal von einem Hund gebissen worden oder hast dich anderweitig irgendwie schwer verletzt. Es kann ein Trauma, ein traumatisches Erlebnis sein, oder wenn du vielleicht auch dein Tier ganz plötzlich verloren hast, das ist in der Regel auf alle Fälle ein Trauma, das da zurückbleibt. Und manchmal gibt es aber auch Traumen, die wir überhaupt nicht benennen können, weil wir davon einfach nichts mehr wissen. Und genauso ist es eben auch bei unseren Tieren. Die können uns nicht immer sagen, ja, ich habe ein Trauma gehabt und da ist dieses oder jenes passiert. Ein Trauma bedeutet übersetzt Wunde, und diese Wunde findet auf körperlicher und seelischer Ebene statt. Ich sage das oft, dass das Erlebnisse sind, die sich durch Mark und Bein hindurch, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die sich in jeder Zelle abspeichern und die dann eben auch in uns schlummern. Und genauso ist es bei unseren Tieren. Und da kann einfach durch bestimmte Erlebnisse, durch bestimmte Gerüche, Musik, Worte, eine bestimmte Person oder eine Statur der Person, können dann die Auslöser sein, dass so ein Trauma angetriggert wird. Und ja, und das ist einfach für uns Menschen oftmals überhaupt nicht schön anzuschauen. Gerade wenn Tiere ängstlich sind, haben die Menschen ja ganz oft das Gefühl, dass da ein Trauma, irgendwas Traumatisches vorgefallen ist, was eben diese Angst ausgerufen hat. Angst kann aber tatsächlich, also so glaube ich es zumindest, so erlebe ich das auch manchmal tatsächlich von Eltern übernommen werden. Ich weiß nicht, ob es in der Genetik dann verankert ist oder ob es an Miasmen liegt. Miasmen sind so Geschichten, die wir eben aus der Ahnenreihe mitbekommen. Auch da kann natürlich der Ursprung einer Angst zum Beispiel liegen. Ich selber hatte ein traumatisches Erlebnis, als meine Hündin Safi ganz plötzlich gestorben ist, und ich möchte dir einfach mal meinen körperlichen Zustand erzählen oder beschreiben, damit du dir vielleicht vorstellen kannst, was passiert, wenn ein traumatisches Erlebnis passiert oder was einfach der Körper macht. Also, als das passiert ist, war das so, dass ich mich wie ferngesteuert gefühlt habe. Ich habe gemerkt, ich funktioniere, aber das, was ich gemacht habe, das, was ich gesagt habe, das war für mich ganz weit weg. Ich bin mir wie so eine Marionette vorgekommen oder wie ein Roboter, der einfach funktioniert. Emotional gesehen hat es mich unglaublich ausgelaugt, weil ich diesen Schmerz und auch diese Traurigkeit ganz, ganz, ganz stark in mir gespürt habe, was wiederum dazu geführt hat, dass mein Körper richtig kraftlos gewesen ist. Ich hatte weder Hunger noch hatte ich Durst.
Mir war im Grunde genommen alles total egal. Und das Erstaunliche dabei war, dass es natürlich auch Dinge gibt, die helfen, aber mir in diesem Moment diese Hilfsmittel nicht eingefallen sind, kann ich nicht sagen. Natürlich habe ich daran gedacht, aber ich war viel zu kaputt, um auch nur ansatzweise irgendwas dagegen zu unternehmen. Also das heißt, ich brauchte tatsächlich Hilfe von außen. Das war meine Schwester gewesen, die mir nach 4 Wochen irgendwie Bachblüten verpasst hat. Und dann bin ich so aus meiner körperlichen Starre herausgekommen. Körperlich gesehen hat mich dieses Trauma aber tatsächlich wirklich über ein halbes Jahr begleitet. Also bis ich wieder das Gefühl hatte, dass ich wieder voll in meiner Kraft bin, hat das sicherlich ein halbes Jahr gedauert. Und jetzt kannst du dir vorstellen, bei Tieren, ne, die zeigen das ja vielleicht gar nicht unbedingt so. Und wenn es vielleicht auch als Kind schon passiert ist, als Welpe oder als Kitten, als Fohlen, dann ist es natürlich auch was, was wir, was auch verdrängt wird, beziehungsweise was ja auch in Vergessenheit gerät. Aber dann gibt es eben, wie gesagt, diese Triggerpunkte, die dann vielleicht das ein oder andere wieder hervorbringen. Wenn man jetzt die Tiere in der Tierkommunikation fragt, hast du ein Trauma erlebt, dann weiß ich nicht, ob du wirklich eine Antwort darauf bekommst, die tatsächlich stimmt. Also vielleicht etwas, wenn sowas ist wie der Verlust eines Menschen oder der Verlust eines Tieres, dann kann das durchaus sein, dass das Tier das dann benennen kann. Aber in der Regel sind es einfach Dinge, die ganz tief verborgen liegen. Ich merke das immer. Wenn ich mich mit dem Tier verbinde, dann spüre ich eine unglaublich tiefe Traurigkeit. Eine Traurigkeit, die für mich das Gefühl erzeugt, dass die ganz tief in mir steckt, also wie wenn sie vergraben wäre. Die ist oberflächlich nicht zu erkennen, sondern tatsächlich wie wenn sie vergraben wäre. So fühlt sich das an. Ich weiß heute, dass diese Traurigkeit immer aufgrund eines Erlebnisses aus der Vergangenheit kommt. Und meistens hat es etwas mit dem Verlust der Mutter zu tun. Wenn ich diese Traurigkeit spüre, dann prüfe ich das auch anhand von einer Aufstellung, einer systemischen Familienaufstellung ab. Also das bedeutet, du kannst praktisch die Rolle des Tieres übernehmen und dadurch aus dieser Energie heraus Fragen stellen bzw. Möglichkeiten aufdecken, die du vorher vielleicht gar nicht im Kopf hattest oder an die du nicht gedacht hast. Und deswegen ist für mich die systemische Arbeit eines meiner wichtigsten Hilfstools in der Tierkommunikation geworden. Zudem ist es auch so, dass ich mit dieser systemischen Aufstellungsarbeit auch Möglichkeiten habe, das Trauma gleich aufzulösen. Wenn ich jetzt das Beispiel dieses Verlust der Mutter nehme, habe ich die Möglichkeit, mit meinem Klienten gemeinsam diesen Verlust aufzulösen. Das bedeutet, ich als Tier spreche einfach aus, was ich noch sagen möchte meiner Mama, und die sagt mir die Dinge, die sie noch auflösen möchte. Wir vertrennen dann auch tatsächlich die Verbindungen zueinander. Und am Schluss ist es so, dass sich die Energie total verändert hat und auch dieses tiefe Gefühl der Traurigkeit weg ist. Also das ist jetzt mal die eine Möglichkeit, die man hat. Das zweite ist, dass man zum Beispiel auch schamanische Reisen machen kann. Also wenn du herausgefunden hast, dass tatsächlich ein Trauma vorliegt, dann kannst du eine Meditation machen, wo du mit deinem Geistführer und mit deinem Tier gemeinsam in die Vergangenheit reist. Im Übrigen gibt es auf meiner Homepage auch eine Meditation dazu. Und mit dieser Reise reist du sozusagen, mit den beiden reist du in die Vergangenheit und schaust, ob sich irgendwo ein verlorener Seelenanteil findet. Du siehst dann in der Regel das Tier als Baby oder in einer bestimmten prekären Situation und kannst es eben dann versuchen mitzunehmen in die Jetztzeit, um es da in den Körper zu integrieren. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, und das ist echt eine coole Möglichkeit auch, um
ja, das hier wieder heile zu machen, ganz zu machen. Im Übrigen geht es natürlich auch mit Menschen, nicht nur mit Tieren. Das dritte, was man machen kann, um traumatische Erlebnisse auch noch aus dem Feld herauszubauen, also aus den Zellen, aus den Körpern, denn auch in unserem Körper, vor allen Dingen in der Wirbelsäule, in den Organen, sind auch traumatische Erlebnisse gespeichert. Also ich merke, dass ich habe früher ganz viel energetisches Harmonisieren gemacht. Das ist eine Methode, wie du mit einem Tensor und mit Kristallen die Möglichkeit hast, etwas aus einem Körper auszuleiten, also zu löschen sozusagen. Und da habe ich ganz oft festgestellt, dass Traumata sich in den Wirbelkörpern festgesetzt haben. Und das kannst du sozusagen auch löschen. Auch da gibt es einen Kurs tatsächlich bei mir auf der Homepage. Energetisches Heilen 1 und 2 nennt sich der. Das ist so ein Selbstlernkurs. Das kannst du einfach durcharbeiten und dann kannst du da einfach mal abfragen und schauen, wie du eben, ja, dass du eben dieses löscht aus den Strukturen, also nicht nur aus den Organen, aus der Wirbelsäule, vielleicht auch aus den Zellen, aus den Auraschichten und alles, was da noch mit dazugehört. Auch das ist eine total gute Möglichkeit, um eben Traumata zu, ja, ich möchte jetzt in Anführungsstrichen behandeln sagen, ist nicht das richtige Wort, aber mir fällt jetzt irgendwie gerade kein besseres dazu ein. Natürlich kannst du auch mit Bachblüten unterstützend wirken. Also das heißt, gerade wenn Tiere sehr ängstlich sind, unsicher sind oder wenn du vielleicht auch, wenn gerade etwas passiert ist, wie zum Beispiel ein Beißunfall oder vielleicht auch ein Unfall, ein Verlust oder was auch immer, dann kannst du natürlich auch gleich mit Bachblüten arbeiten. Da gibt es auch ganz spezielle, die auch in traumatischen Situationen eingesetzt werden. Eine Bachblüte ist zum Beispiel immer Star of Bethlehem. Das ist zum Beispiel so eine Blüte, die man mehr oder weniger bei allen Geschehen mit hernehmen kann, eben um diese Traumen zu bearbeiten. Und dann kommt es halt noch auf die einzelnen Essenzen dazu, die halt eben auf die Situation passen. In meinem Buch Traumatisierten Tieren helfen habe ich von einer Homöopathin Beschreibungen bekommen, welche homöopathischen Mittel zum Beispiel auch helfen würden bei Traumata oder bei Tieren, die Traumata erlebt haben. Sie beschreibt ganz genau die Situationen, wie sich ein Tier verhaltet und was dann eben da das Richtige wäre. Auch das ist eine Möglichkeit, eben die Homöopathie und was auch ich noch total gerne benutze, eben wenn ich weiß, dass ein Trauma da ist, dann ist es eben auch noch die Anwendung der ätherischen Öle oder meiner Tieressenzen. Und da würde ich auch mit dem Seepferdchen zum Beispiel anfangen, weil das Seepferdchen ist eine Essenz, die überhaupt mal hilft. Also das ist wie so ein Notfalltropfen bei den Bachblüten. Falls du die kennst, da geht es auch um die Heilung des inneren Kindes. Gerade wenn man verletzt worden ist, wenn man Trauma erlebt hat, dann ist in der Regel auch das innere Kind in Mitleidenschaft gezogen. Also das ist so eine Essenz, die kann man immer und für alles hernehmen. Das zweite vielleicht der Delfin, um das Erlebnis, um das Trauma erstmal hochzuholen und dann möglicherweise auch die spezifischen Essenzen dazu, wenn ein Tier zum Beispiel Panik hat in bestimmten Situationen, dass man das mit dem Leopard unterstützt, der einfach die Ruhe gibt oder auch mit dem Löwen, der Löwe, der einfach bei Ängsten hilft, der durch die ätherischen Öle die Ängste minimiert, sodass einfach das Stresslevel gesenkt wird und die Tiere wieder, wie soll ich sagen, offener werden. Ich selber habe ja eine sehr ängstliche Hündin gehabt mit meiner Safi und da haben diese Essenzen wirklich mega gut geholfen. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum die überhaupt entstanden sind. Das war ja aufgrund von unserer eigenen Geschichte gewesen und ich habe natürlich im Vorfeld alles ausprobiert, weil für mich immer ganz wichtig ist, nur das, was Wirkung zeigt, kann ich auch nach außen geben. Und bei uns hat das total super geholfen.
wenn ein Tier natürlich auch das Vertrauen fehlt, das Vertrauen in die Menschen oder auch das Vertrauen in dich, sich selbst, dann kann man auch mit dem Pferd unterstützend helfen, weil das Pferd, das hilft eben beim mangelndem Vertrauen, um das Vertrauen wieder zu stärken. Und wenn die Tiere irgendwie so demotiviert wirken oder auch man das Gefühl hat, dass sie nicht richtig Freude zeigen können, vielleicht auch Hunde, die nicht spielen, die eher hier, ja, vielleicht auch keinen Anteil nehmen an Spaß oder sowas. Da habe ich total gute Erfolge mit der Essenz Dogs gehabt. Also Dogs bringt Freude und Spaß. Und tatsächlich hat mir da mal eine Klientin davon erzählt, dass sie eben einen Hund aus dem Tierschutz hatte und die hatte noch einen zweiten Hund und die Hunde haben nie miteinander gespielt. Und sie hat einmal diese Essenz gesprüht und sofort kurz drauf haben die Hunde zum Spielen angefangen. Und das ist für mich natürlich schon auch dieses Ergebnis. Oh ja, cool. Da kann man etwas tun und auch etwas bewirken und es wirklich mit total einfachen Mitteln und Möglichkeiten. Also, um jetzt tatsächlich diese Traumata zu erfahren, hier kann oder auch damit zu tun, dass du es eben mal rausfindest, ob eben ein Trauma vorliegt bei deinem Tier. Wie gesagt, durch die Kommunikation selber ist es manchmal nicht möglich herauszufinden. Da braucht es dann eben spezifische Hilfsmittel, wie zum Beispiel diese systemische Aufstellungsarbeit oder wenn du mit dem Tensor arbeitest, dass du dann eben die Dinge harmonisierst oder dass du eine schamanische Heilreise machst, um zu schauen, ob da auch Seelenanteile vielleicht fehlen, die verloren gegangen sind. Das ist jetzt einfach mal so ein Überblick. Ich habe auch tatsächlich im Juni, ich glaube am 6.6. startet mein nächster systemischer Aufstellungskurs. Vielleicht mache ich auch mal da noch einen Podcast drüber, was man eben mit der Aufstellungsarbeit alles tun kann und wie sehr es eben auch die Tierkommunikation bereichert und welch cooles Hilfsmittel und Tool das ist. Okay, ich hoffe, ich konnte dir hier heute ein guter Beitrag sein. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich sage wie immer Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.